Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen hier vorgegangen, in den Gletscher quasi hinein, so ein Stück. Einfach weil ich zu Anfang der Aufnahme ein paar Aufnahmeprobleme hatte. In Kämpfen mal wieder ist die FPS mega eingebrochen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass es jetzt wieder besser ist. So, wir brauchen auf jeden Fall aus dieser Höhle einen bestimmten Gegner. Nämlich einen roten, skorpionartigen Monsterviech. Nicht diese Viecher. Und weil von denen können wir nämlich Trine erlernen oder Twine, je nachdem, muss man mal gucken, wie man das aussprechen möchte. Ist auf jeden Fall angeblich ein Zauber, der schon mal ein bisschen mehr macht. Zwischendurch. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt erlernen können. Da dürfte aber eigentlich nichts im Wege stehen. Wir erstmal diese paar Monster hier beseitigt haben. Das hätten wir. Und weiter auf der Suche nach diesem roten Skorpion. Wir nennen es mal Skorpion, das ist kein richtiger Skorpion mehr, aber. Jedenfalls, ihr habt das, wenn ihr das LP hier verfolgt, schon mal gesehen, dieses Monster. Und hoffen wir mal einfach mal, dass es relativ schnell kommt. Da ist er ja schon. So. Dann einmal verteidigen. Der kann nicht manipulieren. Okay, wir müssen einfach warten, dass er das von selbst angreift. Dann machen wir Heilung 2 hier auf alle. Schadet nicht. Bis er das hier gecastet hat. Das kann bestimmt noch ein bisschen dauern. Zauberatem, ja, nicht das, was ich genug brauche, aber was soll's. Ja, und es heilt ihn auch noch, ja, super, und Cloud ist tot. Habe ich denn? Nee, ich habe aber Phönixfedern. Mit denen kann ich Cloud wiederbeleben. Die Cloud amüsiert auch. Zauber. Das ist keine Heilung, okay. Wir das Objekt nehmen können. Du kannst ein Objekt nehmen. Einmal den Heatrank. Du kannst aber zaubern. Zwei auf alle. Vincent kriegt anscheinend irgendwas, was ihn gegen diese Attacke hilft. Ist ja auch interessant so. Ja. Zauberatem, okay. Schon mal Phönix wieder raussuchen. Ja, auf den Cloud. Wieso hält der diesen Angriff nicht aus? Na egal. Das wird schon. Ja, und da ist der Skorpion auch schon tot. Das ist ja super. So war das definitiv nicht gedacht. Was soll's. Gut. Dann werden wir mal gleich versuchen, ihn zu manipulieren. Zauber, Heilung. Ja, passt. Hier nochmal. So. Dann einmal Substanz Vincent. Gegenangriff gegen manipulieren. So, und dann suchen wir hier nochmal ein bisschen rum. Das kann man ja mal brauchen hier. Na los. Das ist nun der nächste Kampf. Mal gucken, ob da jetzt auch wieder so ein Viech kommt. Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Dann können wir gleich auch nochmal gucken, was Vincent denn da für ein Objekt trägt. Das sind quasi Immun, den sie einen Angriff macht. Und dann das wäre halt Cloud geben, obwohl vielleicht haut es dann Vincent drin. Oh, mal gucken. So, dann schauen wir mal, was Vincent denn da so trägt. Ausrüsten Vincent. Feuerarmband. Ach, das ist ein Feuerangriff. Okay. Gut. Aber du hast eine Krone. Was kann denn das?
Das steht doch da in dem kleinen Mini-Tool-Tipp hier. Verstärkmanipulation. Ja, komm, das machen wir. So, jetzt mal abwarten, bis hier der nächste Scorpi kommt. Er könnte ruhig ein bisschen schneller kommen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit hier. Und, ja, toll, ein Angriff von ihm. Und, Peaks. Verteidigen, du darfst einmal manipulieren, du darfst verteidigen, du darfst verteidigen. So, und da macht er nämlich das auch. Verteidigen, Trine. Einmal auf die, mal gucken. Ob Cloud das überlebt. Ja, doch, sieht gut aus. Dann einmal Trine auf sich selbst. Dann gleich nochmal gucken, ob er schon verlernt hat. Ja. Einmal später. Nee, Limit heben wir jetzt aus. Da ist er auch schon tot. Dann schauen wir mal eben unter Feindesgrün, ob er es erlernt hat, weil ich habe es gerade nicht gelesen, ob er das irgendwie bekommen hat. Ich hoffe, müsste eigentlich. So, Zaubier, Cloud, Feindesgrün, Trine, da haben wir es. Schädigt Gegner durch Blitz, also Blitzfähigkeit, Beta ist Feuer, okay, das heißt Blitz können wir problemlos auf diesen Boss dann anwenden. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Und das auch noch ordentlich Schaden macht. Na dann, Halleluja. So, jetzt können wir aber eben bei Vincent das dann noch auswechseln. Das machen wir gleich. Wir müssen nämlich hier an diesen Klippen auch noch bei jemandem Feindeskönnen-Substanz, Feindeskönnen-Fähigkeit erwerben quasi. Nämlich von diesem großen grünen Pflanzenviech. Das ist jetzt nichts, was unbedingt Schaden macht oder sowas, sondern das ist einfach für eine Gruppe. Das macht da sämtliche Statusveränderungen, so negative. Macht kleiner, macht vergiftet, macht den Frosch verwandeln und so weiter. Und das kann unter Umständen halt auch mal hilfreich sein. So, wir gehen jetzt nach rechts. Dann dürfen wir uns einmal wieder hier aufwärmen. So. Jetzt hoch da. Geht doch. Dass er sich immer so weigern möchte, da irgendwo hochzugehen. Ich glaube es. So. Hier noch ein bisschen aufwärmen. Und weiter. Ja, wir erreichen bald einen Speicherpunkt. So ein bisschen. Achso, das ist eine Sackgasse. Ah, toll. Das war links hoch. Erstmal wieder aufwärmen. Das war jetzt schon ganz schön kalt, ne? So, Thunder. Und dann klettert er, als wäre er der Langsamste. Ich hoffe, wenn sie mal ein Remake von Final Fantasy VII machen, dass sie das dann ein bisschen verbessern, auch dass wir ein Snowboard fahren. Ja, Kampf. Toll. Ganz toll. Ja, ist toll, ist das. Ach, auch noch solche Mini-Viecher hier. Zauber, Heilung 2 auf alle. Verteidigen. Angriff. Oh, nicht verteidigen. Nee, ganz schlicht. Büschen geheilt. Das ist schon mal gut. Verteidigen. Ja, was soll denn das jetzt? Habe ich ihn verwirrt? Vermutlich. So, jetzt aber hier ein Angriff. Verteidigen. Verteidigen. Und du machst auch nochmal einen Angriff. Du darfst verteidigen. Du sowieso. Mal attackieren und dann müsste es eigentlich auch schon gewesen sein. Ja, geht doch! Geht doch!
Wirklich, gibt's nicht, ne? So. Mich würde auch mal interessieren, warum ich immer so FPS-Einbrüche in diesen Kämpfen manchmal habe. Einmal kurz hier meine ganzen Leute heilen. Das probieren. Zauberheilung 2. Den passt. Und gut, dass man kurz vor dem Boss nochmal alle HP und MP auffrischen kann. Das wäre ich manchmal ganz schön am Arsch, wahrscheinlich. So, erreichen wir die zweite Höhle. Können wir jetzt einfach mal so durchspazieren. Da ist ja jetzt nichts weiter. Das haben wir alles schon gelöst quasi, zum Glück. So müssten wir auch noch 3 Stunden rumhängen, darauf hätte ich ja gar keinen Bock. So, dann einmal Zorbio verteidigen. Zauber. Teil des Pen ist das ja. Freundespen. Trine. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. So, ein Schnitt. Und. Macht ausreichend Schaden. Ist schon mal nett. Dazu, wiederherstellen, hat gerade ein Level abbekommen. Das ist schön. Ich weiß, da ist ein Speicherpunkt, aber wir nehmen dann den nächsten Speicherpunkt, so kurz vom Boss quasi. Und da werde ich dann auf jeden Fall nochmal einen Cut machen. Zumindest für euch und mich nicht. Bevor ich dann quasi mich dem Boss stelle. Dann noch dauert das ja so ein bisschen. Erstmal müssen wir dahin kommen. Boah, wird das hier nichts. Ist auch wirklich an diesem Gletscher keine Musik ist, außer in diesen Kämpfen. Das ist ein bisschen schade. So, dann machen wir Beta. Machen wir verteidigen. Und da ist er nichts vergiftet. Komm, bitte. So, die wären auf jeden Fall auch tot. Den Trank nehmen wir natürlich mit. Sollten wir den auch weglassen. Und dann gehst du da lang. Danke. Jetzt bin ich hier in den anderen Teil der Höhle. Mal wieder auf dem Gletscher. Das ist ja, glaube ich, der letzte Abschnitt vom Gletscher. Jetzt klettert da doch mal hoch, Alter. Da geht doch. Dass er auch nie wirklich immer das tun will, was ich möchte. Nach oben, bitte. Und dann wieder aufwärmen, weil ihm ist ja mal wieder zu kalt und so. Man kennt das ja. So. Nächsten Ding hoch. Geht's nicht. Okay, geht's da lang? Ja. Na los, mach hinne. Mach hinne. Nach oben. Ich hoffe, das ist keine Sackgasse. Nee, sieht gut aus. Und absteigen. Und aufwärmen. Hände reiben. Oder was auch immer reiben. Und müssten wir eigentlich bald hier ankommen. So, auf jeden Fall noch mal ein bisschen auf so einer Plattform rumlaufen, damit wir gegen, wie heißt es, Malboro kämpfen dürfen. Malboro ist dieses Pflanzenvieh. Schauen wir mal, ob wir das jetzt schon erwischen. Und nein, natürlich nicht. Warum denn? Einmal verteidigen, nochmal verteidigen, Angriff. Aber auch relativ aus. Mit dem ganzen Schlag von Cloud aus. Ich glaube, es hat. Dann machen wir mal ein bisschen Zauberei hier. Zauberei. Einmal Beta. Dann müsste es auch schon gegessen sein.
Und siehe da, sie sind tot. EZ. So, da ist wieder irgendwas von der Stufe her aufgestiegen, aber habe ich jetzt mal nicht drauf geachtet. Kann mir auch im Moment relativ egal sein. Im Moment will ich halt nur dieses Malbuchviech und da dann den bösen Atem erlernen. Böser Atem, der guckt mich so böse an, dieser Atem. Er stinkt so sehr, dass er ein Gesicht hat. Und Pinguine. Toll. Alle Pinguine. Zauber. Machen wir beben. Genau. Passt. Aber die haben es überlebt. Die Schweine. Dann einmal Angriff. Vincent darf mal heilen wieder. Verteidigen. Verteidigen. So. Du darfst verteidigen, du darfst angreifen. Auch verteidigen. Einer weg. Der nächste bitte. Ja, was war das denn? Was ist denn da für ein Punk gemacht, ja? So viel zu dem Pinguin. Ich möchte gern Pinguin Vogelviecher haben. Ich weiß, Pinguine sehen anders aus, sie sind schwarz und weiß, ja, aber die haben auch so eine kleine Größe und so einen Schnabel und ich weiß auch nicht. Ist halt so das erste, was mir einfällt, wenn ich die Viecher sehe. So, noch ein bisschen rumlaufen hier, in der Hoffnung, die Zigaretten kommen. Die Zigaretten in Monsterform meine ich natürlich. Nein, das ist nicht. Warum? Feindes können Beta und DS. Verteidigen, verteidigen. Ja, und Clouds Limit Attack ist auch schon bald bereit. Dann können wir auch schon bald auf verzichten, gegen Marlboro zu kämpfen. Dann gehen wir einfach nur straks zum Boss und gut ist. Verteidigen. Zauber, Heilung, 2 auf alle. Angriff. Verteidigen. Ist ja gut. Machen wir keinen Punk hier. Zauber. Geht attackieren. Falle. Ups. Ja, so viel zu Vincents Limit-Attacke jetzt noch. Natürlich schade, aber was passiert halt. Das passiert, wenn man sie nicht rechtzeitig heilt. So. Das weicht dieses Vögelchen eigentlich auch immer den Attacken aus. Das geht ja nicht. Das ist nicht okay. Einmal kurz alle heilen wieder. Zauber, 1 und 2, passt. Passt. So. Einmal kurz aufwärmen. So, und weiter. Marlboro suchen hier. Dumm-di-dumm-di-dumm, wo ist die Pflanze? Wo ist die Pflanze? Wir haben sie hier schon mehrfach gesehen, also ich zumindest beim Leveln auf jeden Fall. Aber wo ist die denn jetzt hin? Da ist sie ja. Hallo. Verteidigen, verteidigen, manipulieren. Ich glaube, das bringt was. Nein, ist nicht möglich, okay. Verteidigen, verteidigen. Auch wäre, kann mal gehalten werden. Da sind sie jetzt noch nicht dran. Da, jetzt ist er dran. Heilung auf alle. Ja, jetzt mach doch mal deinen bösen Atem.
Was anderes wollen wir hier gar nicht sehen. Okay. Und dazu. Nochmal alle heilen. Gut. Das Limit von allen ist bereit. Wir können den eigentlich einfach nur vernichten und gut ist. Weil der will jetzt anscheinend nichts anderes machen als das da. Das ist natürlich doof. Sonst macht er ganz oft diesen wilden Atem. Das ist relativ oft. Und jetzt sowas. Ach schön, das war also Feuer 3. So, dann darfst du dann nochmal Zauber Feuer 3 machen. Boah, noch Strahl schon wieder. Dann dürfen wir gleich nochmal wenigstens auf jeden Fall heilen. Ne, sicher, sicher. Das ist auch Feuer 3, interessant. Diese elementaren Angriffe jetzt schon ziemlich weit gelevelt sind, macht das ja schon richtig ordentlich Schaden. Hätte ich nicht gedacht. So, Heilung auf dich auf jeden Fall und das reicht. Und jetzt gehen wir schnurstracks hoch. Da oben ist nämlich schon das Loch, wo wir quasi kurz vom Boss sind. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall gleich den Speicherpunkt mit. Erstmal hier kurz in das Wasser fassen. Haben wir gemacht. Und einmal zum Speicherpunkt. Speichern. Und hier werde ich dann wahrscheinlich gleich einen Cut machen für euch und den Bosskampf dann quasi auf die nächste Folge verschieben. In der Hoffnung, wir schaffen es. Müssen wir mal gucken. Hoffe. So.